Hey Leute, Sonderfolge heute mal wieder zum Brettspieltisch, weil mir ist was eingefallen. Bevor ich diesen Brettspieltisch hatte, hatte ich einen ganz normalen Tisch zum Spielen und ich hatte während meiner Rollenspielzeit, meiner Pen-and-Paper-Zeit noch einen kleinen Tisch, da habe ich ein Loch reingesägt, einen Fernseher reingemacht, eine Glasscheibe drüber und dann hat man diesen Tisch benutzt, um dort D&D zu spielen oder Schwarze Auge oder was halt alles mehr gespielt haben. Ich habe jetzt mal den im Keller wieder beim Rumgruscheln gefunden und ich habe festgestellt, der passt lustigerweise fast komplett hier schön in den Tisch rein. Und wollte euch das einfach mal schnell zeigen als Gag, weil auch für Brettspiele, sage ich mal, ganz interessant. Normalerweise hat man seinen Spielplan oder fürs Dungeons and Dragons hat man halt so ein Zukaufteil, sage ich mal, einen teuren Spielplan, wo man dann, ich hol mal ein paar raus, ein paar so Spielfiguren da draufstellt, ne, mit so Rasch doch, ihr kennt das vielleicht, ne, gibt es aber andere Sachen. Ein paar Orks und Goblins da von mir aus, zack, zack, zack. Und die Heldentruppe da, noch ein Drache. Ne. Oder man hat halt mühsam selber gezeichnet oder das aus dem Abenteuerbuch rauskopiert und dahingelegt. Oder hat halt einfach irgendeinen generischen leeren Plan genommen, den man hier so auf den Tisch gelegt hat. Und dann hat man da, hier ist jetzt der Dungeon, stell dir vor, das da drüben und so. Das ist schon ziemlich, ja, so war das halt, ziemlich altbacken. Und die Idee dahinter war dann halt, ja, warum das Geld ausgeben, immer solche Pläne zu kaufen, die sind sehr schön und so, ganz klar, aber tun wir die mal weg. Und einen alten Fernseher hat jeder daheim ganz bestimmt, erzählt mir nichts, ich weiß das. Einfach in diesen Tisch hier rein, ich habe den da mal ausgesägt, habe den reingelegt. Computer drauf installiert, eine Fernbedienung und dann wird hier meinetwegen es gibt im Internet tausende von diesen Plänen zum Runterladen oder sowas und man baut die dann da halt ein und macht es dann. Ne? Ich zeige euch jetzt mal beispielhaft, wie das aussehen hat, könnte. Jetzt habe ich es ein bisschen verkackt, ehrlich gesagt. So, jetzt geht's weiter, genau. Hier Vollbildmodus, zack. Das Ding von mir aus und ich habe hier meinen Spielplan. Ich kann die Figuren da drauf tun. Ich kann da genauso gut weitermachen. Da sind auch Rasterfelder drin. Ich kann es auch vergrößern, verkleinern. Ich kann es hin und her schieben, völlig klar. Und das ist schon ziemlich geil. Ne? Also da kann man natürlich verschiedenste Sachen zeigen. Man kann auch mit den Mitspielern das Material, das man während dem Spielen zeigen wollte, aus dem Buch oder so. Da ist zum Beispiel eine Karte drin, ja, wo dann die Festungsanlagen zeigt, wie die Gebäude zueinander stehen und so. Und bisher hätte man das entweder beschrieben oder man hätte es ausgeschnitten aus dem Buch oder man hätte es kopiert und allen ausgehändigt oder so. Auf die Art zeigt man das denn allen. Und das ist schon recht cool, wenn das hier so leuchtend auf dem Tisch ist, völlig klar. Und ach, ich weiß nicht, warum mich das Ding die ganze Zeit irgendwas fragt. Moment. Also ist noch ein bisschen schon länger her, dass ich das mal aktiv benutzt habe. Oder irgendein Dungeon, ja, wenn man genau wissen will, wie die Figuren zueinander stehen, wenn der Drache angreift, der steht da drüben. Super geil. Und was hindert mich dran, das auch für ein Brettspiel zu benutzen? Es gibt auch ein paar Spielpläne von alten Spielen. Ich habe gesehen, von HeroQuest gibt es den Spielplan zum Runterladen und auf Display, weil der vielleicht seit 30 Jahren schon total kaputt ist oder sowas. Sowas gibt es und kann man auch fürs Brettspielen benutzen. Und ich habe das halt gesehen im Keller und habe das hier zufällig einfach mal reingelegt auf den Hühnespieltisch, auf diese Auflagenstellen und der passt wie angegossen. Da ist kein Übergang da. Auch da drüben kann man das toll machen. Nur hier ist halt ein Loch, aber das benutzt man wunderbar, um Sachen reinzutun. Und hier habe ich auch da die Döschen, ja, und so. Coole Sache. Also ich muss nur die Holzfarbe vielleicht mal noch angleichen, aber sowas geht. Und ich mache mir jetzt ein bisschen Sorgen, weil der Fernseher, der ist schon ein bisschen alt, der ist auch ein bisschen dicker vom Aufbau her, der wird vielleicht ein bisschen heiß, weil da kommt jetzt keine Luft unten ran. Das müsste man mal machen. Aber schön, was man so alles findet und wozu man einen Brettspieltisch noch upgraden kann, wenn man da lustig ist. Ne? Also ganz spaßige Geschichte. Und dann, ich möchte den Leuten nur die Angst davor nehmen, sowas Verrücktes mal zu probieren. Warum nicht? Also jeder hat wahrscheinlich so einen alten Kackfernseher noch zu Hause, den er mal abgegradet hat. Das ist so ein HD-Ready-Dings, nichts mit Full HD oder 4K oder sowas. Wenn man so ein altes Ding noch hat, fürs Schlafzimmer oder was, dann verwendet es doch einfach, ne? Und macht da was anderes damit. Und irgendwann, wenn ich mal wieder Rollenspiele spiele, hole ich das vielleicht raus.
Und dann machen wir das wieder. Ne? Ich wollte euch das nur mal zeigen, bevor ich das jetzt mal wieder in die Ecke stelle. Für die Leute, die es interessiert, die paar wenigen, mag das ganz interessant sein. Danke, ciao.